Alter, mal gucken, was jetzt noch kommt. Wo muss ich hin? Hier vorne direkt. Wieder eins. Oh. Minas Ithil hatte nie die großen Dramen und den Prunk von Minas Tirith. Doch wir hatten einfache Künste wie Musik, die uns den Trost der Heimat spendeten. Wenn alles um uns in Schatten lag, war ein einfaches Volkslied oder ein Tanz wie ein Sonnenstrahl. Ich frage mich, ob diese Musik je wieder erklingt. Bestimmt wird sie das. Daran glaube ich fest. Unten? Ich wollte immer die Laute spielen. Deine Hände sind nicht für Musik bestimmt, Talion. Sie haben eine ernstere Aufgabe. Schon wieder habe ich eins. Ein Buch. Durch die Lektüre von Die Geschichte und die Völker Gondors lernt jedes Kind unzählige Lektionen über die Geschichte unseres Reiches. Unsere Könige und Helden, unsere Schlachten und Siege. Das gilt doppelt für diejenigen von uns, die an Gondors Grenzen aufwuchsen. Die Lehrer meinten es gut. Sie wollten uns inspirieren. Doch all die Geschichten von Gondor erinnern uns daran, wie sehr wir Mordors Bedrohung ausgesetzt sind. Schön, 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 schön. Kann Gondors Geschichte. Triumph in einem. In einer und der anderen. Kapitel. Verzweiflung im nächsten. Kümmere dich um das noch ungeschriebene Kapitel. Hilfe, ich trage eine wichtige Nachricht mit mir. Okay, Hilfe, Hilfe. Kommt er gut hoch, das ist jetzt nicht so erwartet. Wenn du springen siehst, gib mir das. Ich floh vor dem Untergang und richtete mich in den Höhlen ein. Ich war hier, bevor Barad-dûr errichtet wurde, und ich werde seinen Fall überleben. Inzwischen genieße ich die Dunkelheit. Meine Brut ist gewachsen. Durch sie reicht meine Macht bis in den Düsterwald und weiter. Sie bringen mir Geschenke, so wie andere zuvor. So bleibe ich Kankra, werde die Letzte meiner Art. Barad-dûr. So, wo ist denn hier dein Geheimnis dieses Mal? Lululululul. Boah. Das herkommt. Aus. Sie wünscht sich ein eigenes Imperium. Ich glaube, sie hat genug vom Bau von Imperien. Da ist noch was. Oh. Spring halt mal da runter, so. Vorwärts. Was ist denn das? Achso, das habe ich schon, ne? Oder? Ne, ist der. Keine Ahnung. Brauche ich auch nicht. Weiß ich. Auspassen. Zack. Und wieder was bekommen. Für Orks ist Grog ein starker Trank für ihre Mägen, aber auch Medizin für ihre Wunden. Und so brennbar, dass er sogar als Treibstoff für ihre Kriegsmaschinen taugt. Wenige Gondoraner wagen ihn zu trinken, aus Angst, sich zu benehmen wie Orks. Dennoch lohnt es, ihn zu untersuchen.
Baranor hat Ideen zu einem Gift, das in Grog gemischt den stärksten Ork lähmen oder sogar töten kann. Wow, warum muss man dafür Grog nehmen? Weil die den trinken ja gut, aber... Naja. So, wo ist denn jetzt hier noch? Wir haben 6 von 6, da konnte ich hin... Ja, hab ich alles? Ich hab alles, ne? Mal bei der Übersicht, sehe ich das hier irgendwie? Oberherr. Die haben hier einen Oberherren. Ich mache hier Schnellreise. So, ein kleines Gedicht. Dieser Grog riecht widerlich. Doch für einen Uruk. Ist das Ambrosia? Ach Gott, ey, der stellt mich auf die falsche Seite. Ich will doch hier rein. So, wechseln. Was ist wechseln? Achso, scheint Fackeln wechseln. Was? Wenn die Sonne scheint. Müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht vor der Morgenröte. Vor der Morgenröte Feuer. Die Nacht ahnte nie, wie schnell ihr Ende naht. Als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeitrug. Die Sonne geht auf, ja doch. Marschiert sie vom Westen her? Marschiert immer fort nach Osten. Achso, scheint. Nee. Doch scheint sie vom Westen her. Achso, ja. Ach, fuck. Wo bin ich denn jetzt? Da scheint. Wenn die Sonne aufgeht. Aufgeht. Da, ich war doch da oben, oder nicht? Das sieht man aber auch sehr schlecht. So. Wenn die Sonne aufgeht, müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht vor der Morgenröte. Die Nacht ahnte nie, wie schnell ihr Ende. Als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeitrug. Die Sonne geht auf, ja. Doch scheint sie vom Westen her. Marschiert immerfort nach Osten, immerfort voran. Hell, immerfort. Immerfort, immerfort, immerfort. Legendär! Sehr schön. Würde ich sagen, mal hier jetzt mal einen Auftrag, ne? Hier. Wir müssen zu Kankra. Ihre Visionen können uns helfen. Wir brauchen den Ring. Mehr Truppen treffen zur Belagerung. Ich glaube das. Gehen lang links. Dadurch nehme ich diese kleine Lücke. Ach du Scheiße, wenn ich da rein. Komm ab. Habe ich den plötzlich vom Pfeiler? Komisch. Der Palantir ist vorerst aus der Reichweite, aber vielleicht können Kankras Vision dich leiten. Starten. Leitet mich.
Nein, habe ich nicht. Ein Gollum. Neuer Feind, Olok Hai, Kriegstrolle. Olok Hai sind zähe Kämpfer mit mächtigen Angriffen. Jeglich versuche sie zu überspringen, wenn sie abwehren. Aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du Space drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchrutschen. Kann mit aufgeladenen Kopftreffer oder durch einen perfekt abgestimmten Konter betäubt werden. Lass die Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte Linkssteuerung gedrückt, um auf den Olok aufzusetzen. Tippe mehrmals links, um ihm schnell den Rücken zu stechen. Um ihn in seinen Kameraden aufzusetzen. Nicht hinrichten. Ich sehe halt nichts. Ah. Hinrichten kann ich. Ruhe in Frieden. Auch nicht. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Gollum. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olok Hai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. Komm, so, wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Fast da, heller Herrscher. Wir sind... Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen, dann musst du töten. Du willst Beachtung, töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt,
verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Uiuiui, habe ich jetzt ein Haustier? Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge. Ja, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Vorsicht, da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Du hast Angst. So wie der Hauptmann selbst. So. Welcher? Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Lauf halt zu. Einer der Leibwächter war in der Nähe, ganz sicher. Leiche untersuchen. Eine kleine Autopsie. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Da hinten. Oder geben Sie diese Warlocks, als wären sie was Besseres. Tipp tap, und hier ist er schnell mal die Wand hochgelaufen. Da liegt doch jemand. Schleicht hier jemand herum? Wunden von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Ich komme, Gollum. Angeblich frisst sie sich. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Blut und Gewalt. Bing. Da, der Abbild über die. Orks kommen. Verstecken. Er hat panische Angst vor Morgai-Fliegen, das weiß oh. Er. Sagt der Trottel, der Angst vor Spinnen hat. Das hätte ich nicht nach hinten. Ich muss nach hinten wegspringen, das ist schon doof. Ja. Au. Ekelhafte Ochse, immer laut und ist ja noch einer. Aber sie mögen die Fliegen nicht, mein Schatz. Besonders der Meuchler.
Er rennt immer vor ihnen davon. Ja, mögen viele nicht. Stechen und stinken. Bah. Wir sind nah. Aber es gibt zu viele Ochse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. So. Warte. Nein. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Jetzt leidest du! Gib dir wichtige Informationen darüber, wie du mit dem Kämpfer drücke X zum Anzeigen der Eigenschaften des Meuchlers. X. Aha. Angst vor Morgai fliegen. Wenn du diese Angst ausnutzt, werden alle seine Immunitäten temporär unwirksam. Verwende dieses Wissen gegen ihn. Okay, ja. Der Meuchler ist nah. Fünf von fünf habe ich. Sehr gut. Runter da, runter, runter, runter. Mein Gott. Ich arbeite sehr gründlich. Wenn du mich aufhalten willst, muss ich dich enttäuschen. Genug Geplänkel, ich hab. Okay, er ist beschusssicher. Die zwei jetzt verschwindet. Gibt's hier noch mal so fliegen? Schnapp und weg. Ist er aufgenommen? Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Auftrag abgeschlossen. Nepe, mach dir nichts des Meuchlers. Eine Fähigkeit Todesdrohung. Anstatt Informationen über einen Hauptmann zu feuern, kannst du einem Wurm befehlen, diesen eine Todesdrohung zu überliefern. Herzen innerhalb des Gebiets. Mhm. Wird seine Stufe erhöht, was den Kampf zu einer großen Herausforderung lässt. Allerdings wird auch die Qualität der Ausrüstung erhöht. Mhm. Oh. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wehrt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons. In Saurons. Was? Alles schlechter. Zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Okay. Schön reisen. Wir sollten nach Minas Ithil zurück. Der Kampf wird nicht nur an der Front entschieden. Was ist das Beste? Da drüben hat sich was bewegt. Was ist? Lauf. Der bleibt hier langsamer.
Hinterzinnen der Festung. Es ist der Waldläufer. Aus dem Weg. Sehr schön. B. Eine Fähigkeit. Hier mal weiter, ne? Wenn du einfangen willst, wird der Ort explodieren lassen. Drücke rechts und X, um einen Schattenfähigkeit zu was da umstehen. Explodieren soll dafür das Spinnen in der Gegend. Schießen einfach schon ohne Schattengriff. Ja, das ist doch schon mal nett. Niemandsland. Angriffe der Ork-Armee kommen von Serit Ungol. Schließ dich Baranor an, trage den Kampf nach Mordor. Baranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. In Erfahrung zu bringen, wer den Häuptling beschützt und diesen beschützt, zuerst zu Fallen zu bringen, erleichtert den Sieg über den Häuptling um ein Vielfaches. Das Armeemenü zeigte, welche Hauptmänner einen Häuptling bewachen. Ja. Nutze der Herr. Die Häuptlinge in diesem Gebiet sind die Anführer der Ork-Armee. Indem du einen Häuptling auswählst, kannst du dir seinen Leibwächter anzeigen lassen. Spüre die Leibwächter eines Häuptlings auf und besiege, bevor du sie im Häuptling selbst aufnimmst. Damit du es leichter hast, ihn zu besiegen, hilft Baranor dabei, diesen Leibwächter zu töten. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst als... Wenn du noch unentdeckt bist, kannst du einen Verbündeten oder einen beirufenen Leibwächterbefehl erzielen, den zu töten. Besiege den Feind an und drücke 2. Hättest du Erfahrung damit? Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Das ist für Minas Ithil. Ja, den hinten auch. Was ist denn hier los? Ich verlasse sie auf. Ich verlasse die Auftragsgegend. Was ist denn jetzt hier? Verstehe ich nicht. Dankeschön. Ja, irgendwie habe ich finde so da hinten. Ach, ich muss hier. Aha. Logisch.
Doch nicht. Finde die Spur des Leibwächters. Achso, ich kann hier. Oh mein Gott. Wahnsinn. Was gibt's hier? Menschendreck! Ihr wollt den Kampf zu uns tragen, was? Umso besser. Das heißt nur, dass ihr schneller sterben werdet. Aschgarn. Schleichangriffe, ja, das habe ich jetzt. Du Sau. Komm mal kurz rein ab. Au. Am Rücken her, kleiner Hundi. Sich vom Körper. Hack tot. Ja, wo warst du eigentlich? Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Häuptlinge von Ungol führen die Ork-Streitkräfte gegen Minas Ithil an. Ohne ihre Anführer würde die Armee des dunklen Herrschers in große Unordnung gestürzt werden. Locke die Häuptlinge des Gegners hervor und besiege sie, indem du Konfrontationsauftrag durchführst. Dann aus Minas Ithil wurden entsandt, um dir beim Kampf gegen die Häuptlinge zu helfen. Drücke 2, um den Gefolgsmann aus Gondor an deine Seite zu rufen. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Gib mir das. So, was haben wir denn hier? Inventar. Was? Ja, mal wieder. Obwohl, hä? Warum ist das, warum? Neun Diamanten, ey. B, Fähigkeiten freischalten. Ja, auch noch schnell. Zwei Fähigkeitenpunkte. Was haben wir hier? Vergeltungsschlag. Drücke links, um mehr Feinde aneinander hinzurichten. Hier ist es, ich koste dich Fokus. Verstehe ich jetzt nicht.
Fall mal. Fernkampf. Oh, ich kann hier. Achso, ja, kann ich schon lange. Immer noch blöd. Sehr gut.